So, und hallo an alle. Hallo. Ah, wundervoll. Oh Gott. Oh Gott, nicht du. Ja, oh ja, guck einfach nach oben. Genieß es. Ich benutze auch keine Zähne. Ich guck einfach weg. Hilfe. Also, wir haben zwei Master heute, ne? Ja, vorerst. Vorerst. Ja gut, vielleicht ändern wir ja was. Gucken wir einfach, wie es läuft. Vielleicht entern wir später was, genau. Wir entern was. Ha. Da bin ich sehr stark dafür. Ich würde es gleich mal mit den neuen Farben versehen. Ja, mach das. Ah, das sieht doch... Moment. Nee, das finde ich nicht so schön. Wir nehmen das da. Ja, das so kann man... Jetzt sieht man... Ja, im Dunkeln sieht man alles. Ha? Was? Im Dunkeln kannst du mich auch nicht hören, ne? Ja, du riechst dann so laut. Ja, und nachts ist kälter als draußen. Oh ja. Yo-ho, ein Buddel voll rum. Yo-ho, yo. Und ne Buddel voll rum. Also der Flo kann wieder sprechen, nachdem er seinen gefühlt 100%igen getrunken hat. 110. 110%ig. Hat mehr Alkohol als sonst was. Mehr Alkohol als Flüssigkeit. Mehr Alkohol als Flüssigkeit. Grandios, Alter. Ah, Moment mal, wo wir gerade dabei sind. So. Prost. Tschüss. Ja. Strömst du auch schon? Nein, der Paul ist ja noch am Stream. Ich würde irgendwann, wenn wir mal auf einer Insel sind, nochmal, würde ich dann machen. Okay. Upsa. Wir plündern jetzt erstmal, oder? Würdest du mit mir was machen? Alles klar. Wenn wir auf der Insel sind. Oh ja. Du kleiner Schmierfink. Ja, was meinst du? Ich hab den Haken nicht zur Zierde. Was? Was? Ich klemme. Deswegen ist der Haken da. Damit ich klemme? Ich hab Pergament gefunden. Das ist wertvoller als Klopapier im Moment. Es ist einfach wertvoll. Ah, das stimme ich hier zu. Apropos, weißt du eigentlich, warum Piraten keine Karten spielen? Och, den kenne ich, den habe ich dir doch erzählt. Wirklich? Ja, weil sie auf Deck sitzen. Auf den Ach, Deck. Ich wusste doch, so ein bescheuerter Witz würde mir selbst nie einfallen. Ja, das ist mir auch bewusst. Oh, da kommt ein anderes Piratenschiff gerade mit ziemlich Geschwindigkeit auf mich zugefahren. Und sie rammen die Insel. Schade, dass ich gerade nicht da bin. Ja, es ist ein geiles Bild. Die sind alle drei vom Deck gesprungen, an mir vorbei und das Schiff sinkt. Ach, da hinten? Nein, okay, nicht doch nicht. Es hat auf jeden Fall, egal, ich mache hier jetzt meine... wenn die irgendeinen Scheiß machen, sag's mir, dann kletter ich schnell bei denen hoch und werf eine Brandbombe. Sag ich dir dann. Wo sind die Leute? Ach, da hinten, hey Jesus. Wollen wir die einfach versenken? Einfach aus Ärgernis. Drei Stück, das Schiff ist größer als unseres. Und ich glaube, das hängt eh, weil die sind mit Carajo gegen die Insel gefahren. Und keiner ist mehr an Bord, glaube ich. Außer sie haben einen vierten Depp, der jetzt alles repariert. Das könnte gut sein. Das könnte wirklich sein. So nach dem Motto, da ist noch ein Schiff. Der zieht auf dich. Was? Ich bin auf unserem Schiff. Ja, ich weiß. Der steht neben mir und zielt auf unser Schiff. Ich habe eine Brandbombe und stehe neben dem. Sehr gut. Es sieht ein bisschen bedrohlich aus, wenn ich da hinten den Dreimaster sehe, wie er sich da auf der Insel erhebt. Jenseits der Insel erhebt. Das ist... Übrigens, er hat gerade rüber gezielt und ich hatte gerade echt Spaß dabei, den dabei zu beobachten und mit der Brandbombe nebendran zu stehen. So, schieß nur einmal und du brennst. Ich glaube, ich packe mal gerade mal vorsichtshalber eine Brandbombe ein. Nur für den Fall der Fälle. Nur für den Fall der Fälle. Nur für den Fall der Fälle, natürlich. Du ruckelt das bei mir gerade? Na, bei mir läuft's. Nee, aber jetzt hier gerade ingehen. Ich guck mal. Hast du gerade geschossen? Nö. Dann hat da irgendeiner geschossen gerade. Okay. Sollen die doch. Dann geh doch zu Netto. Geh doch zu Netto, sagt er.
was fressen? Ich muss gerade mal kurz durchwuseln. Warum ist meine Xbox Game Bar 20 Mal auf? Also es scheint nicht zu sinken, das Schiff. Schade. Schade. Ja, irgendwie wäre es lustig gewesen. Oh, jetzt läuft's flüssiger. Okay. Ich hatte nämlich so kleine Lagspikes. Das hat echt genervt. Jetzt läuft's flüssiger. Ich hatte kleine Lags. Och Flo, was hast du denn jetzt schon wieder verstanden? Mhm. Ich hatte gerade einen Diarrhoewitz auf den Lippen. Ein Diarrhoewitz? Ich hatte gerade ein bisschen Diarrhoe auf den Lippen, ja. Dein Blick im Stream gerade. Ich bin von dir alles gewohnt. Aber das kam jetzt ein bisschen unerwartet. Ach, siehst du, obwohl wir uns schon so lange kennen. Jetzt immer noch für Überraschungen. Jetzt zielt er auf mich. Würde ich auch machen, wenn du mit einer Brandbombe neben mir stehst. Jetzt nicht mehr. Du. Hast du eine Alzheimer? Eine Atzerheim. Sehr schön. Okay, der ist immer sympathisch. Ja, yeah, der ist läuft. Der ist gut. Sehr gut. Einmal runter mit dem Schnaps. Okay. Jetzt geht's mir gut. Prost! Der macht das nicht. Flo, lebst du noch? Leb noch. Frage ist, wie lange? Wer bist du und wenn ja, wie viele? 43 Grad. 43 Grad. 5 Nordost. Moin. Ich bin betrunken, ich habe mit deinem Freund gesoffen. Das glaube ich nicht, ich bin betrunken. Oh, ich spiele wundervoll schief mal wieder. Ach ja, wie ich die Zeit vermisst habe. Ich freue mich, wenn der Pete später noch kommt, dann sind wir ja nur Chaoten, nur noch an Bord. Ja, hoffentlich ist der andere, den er mitbringt, wenigstens ein bisschen qualifiziert. Also ich fand den Andi doch auch beim letzten Mal. Ja, der Andi war ja der Qualifizierte von uns. Ach so, ja, der Einzige. Deswegen hoffe ich, dass jetzt der, wo der dazukommt, auch qualifiziert ist. Ich hoffe auch. Okay, ich gehe mal wieder an Bord. Okay, ich gucke gerade bei Paul im Stream, er schüttelt einen Baum, ich gehe wieder raus. Das klingt schmutzig. Ja, er schüttelt seinen Mast, nein, nicht seinen Baum. Stamm. Stamina. Ja, siehst du, das passt doch zusammen. Stamina. Stamina Koidum, was? Das. Wow! Was war das? Jetzt schießen die auf dich, weil die denken, du hast geschossen. Das ist so bitter. Ich wünsche dir das nicht, aber ich würde ein bisschen lachen. Schießen sie auf dich, weil sie denken, dass du ihr Schiff in Flammen setzen willst. Ich kühl mich mal ab. Denn ich bin heiß wie ein Vulkan. Kann nicht sein. Ein Vulkan hat ein paar tausend Grad. Du brennst, hast du höchstens ein paar 200. Besten Fall. Ich habe mehr Atyl auf dem Kessel. Was? Wollen wir vielleicht lossegeln und gucken? Ich hab gedacht, der bringt mir jetzt eine Kiste. Oh, das sind Anfänger. Wieso? Der hat eine Kiste, die eigentlich zum Schatztypen gehört, zum Handelstypen gebracht. Oh Gott. Okay, wir gehen. Von Anfängern erwarte ich nichts. Nichts Gutes zumindest. Wollen wir auf See vielleicht ein paar Truhen suchen und so, weil... Ja, machen wir. Die kommen ja... Ey, die sind ja in 15 Minuten da. Ja, kann man schon ein bisschen rumsuchen. Einfach nur mal eine Runde drehen. Verstanden, rumsuchen. Ich bin unter Deck.
Kannst du mir mit dem Anker helfen? Moment, ich mach grad mein Inventar noch leer. Wobei, wenn wir jetzt wieder an Bord sind, muss ich ja eigentlich wieder alles reinpacken. Ach, Alex! Ja, was denn? Ich mein's doch nur gut mit dir. Das haben die damals auch gesagt, als ich Schrankdienst hatte. Ja, und? Haben sie schlecht mit dir gemeint? Nein, bist doch noch da. Sie haben gar nicht Spucke benutzt. Ah ja, okay. Das ist natürlich höchst dramatisch. Ja, sie haben nur das Wachs für den Kerzen geholt, was? Jetzt, Flo? Ja? Guck mal geradeaus, ich glaube, da ist ein Schiffle. Fast ja, genau vor uns, ne? Ja, genau. Fahren wir das gerade an? Nein, das fährt weg. Okay. Schade. Und es ist, glaube ich, ein Geisterschiff. Wo wir sinken könnten. Flo? Ja? Was war die Musik? Welche Musik? Diese etwas dramatische. Ach Gott, ich habe die Kopfhörer gar nicht drin. Alter, du hast auch zur Underground-Musik gehört. Ich habe die Piratenmusik in meinem Kopf gemacht, deswegen ist mir das nicht so aufgefallen. Ich habe mich eben vorhin schon gewundert. Drehe die Segel. In welche Richtung? Links. Da, wo einmal nach rechts. Da, wo der Daumen nicht links ist. Ah, wunderschön. Wieder mal auf See zu sein. Kanonen sind geladen. Perfekt. Ah. Wo ist denn das Geisterschiff? Ach, da links. Wundervoll. Die Band steht wieder. Wir sollten uns einen Namen geben. Wir sollten fahrende Spieler sein. Avenged Sevenfold. Nein. Eine andere Was? Band. Ich hatte gerade eine andere Band im Kopf. Irgendwie so einen tollen Namen wie, keine Ahnung. Das Fass ist nur gut, wenn's voll ist. Oder so. Und jetzt Full Fass. Wieder da für euch. Full Fass. Die Störtebeckers! Die Störtebeckers! Vor uns ist schon das Schiff. Wollen wir es rammen? Und Musik spielen? Ja! Wir bringen Freude! Das ist das Einzige! Und Herpes! Was? Was? Ach Mann! Immer das mit dem Herpes! Ich hab gedacht, ja. Du hast dir das wir einmal weggewaschen. Wir kriegen ihn nicht los! Ja! Ah, du bist eklig. Alter, du bist so eklig. Glaub mal. Guck mal, da vorne. Fährt das Piratenschiff gerade auf die Klippe zu? Ja, irgendwie schon. Cool. Ich hoffe, es verschwindet so, dahinter. Wie beim letzten Stream. Okay, das war ein bisschen... Nein, sie fahren vorbei. Ah, sie haben es gerammt. Sie haben den Felsen gestreift. Ich kack ab. Alter, voll. Die haben den Felsen gestreift. Die sind doch echt durch, diese... Oh, egal. Kein Wunder, dass es inzwischen Skelettpiraten sind. Ja, so wie die fahren, ne? Kann sein, dass der Wind gedreht hat. Ja. Aber das bringt nichts, wenn du die Segel drehst. Ah ja, ich seh's schon. Ich werde hier durch die Felsen manövrieren. Oh Gott. Ich kann das, ich bin groß. Glaube dir nicht. Okay. Sehr schön. Oh, sie sind links von uns. Ja, ich sehe es. Aber wir sind schon hier krasse Seefahrer. Ey, super. Wir haben es überlebt. Mach mal das vordere Segel ein bisschen hoch. Weil wir müssen ja nicht so Gas geben bei denen. Und ja, würde mal sagen, frohes Feuern.
Ich nehme ein paar Bretter in die Hand. Die sind jetzt links neben uns. Jo. Oh Gott, ich muss dringend nach links drehen. Hey, Shatrix, guten Abend. Ja, lieber Shatrix, ich grüße dich. Uah. Bam. Sehr schön. Und jetzt runter mit dem Ding. Und jetzt holen wir sie uns. Danke. Das ist perfekt, was du gemacht hast, lieber Shatrix. Wie geht's dir denn? Ich hoffe, gut. Na? Gleich gehen wir in dem... Okay, jetzt können wir gleich feuern. Etzala-Feldsalat! Ran an die Kanone! Die Kämpfe! Die... Ah, verdammt! Knapp! Ganz knapp! Hä? Warum verfehle ich denn? Wir haben die Fahrt durch die Felsen überlebt. Den Alex am Steuer, mein Gott. Was? Was? Puh! Ich muss das Segel hochmachen. Wir haben viel zu viel Segel. Und wir haben viel zu viel Felsen vor uns. Oh mein Gott. Hä? Felsen? Ah! Ich versuche uns mal durchzumanövrieren. Ja, ich hole schnell nochmal Kanonenkugeln. Das ist natürlich alles gut. Es ist untergegangen. Nein, ernsthaft? Ja. Wow! Ich kann den Felsen spüren an meiner Nase. Das war... Wow! Impressive. Also, das war beeindruckend, Alex. Also da muss man jetzt sagen, ne? Also Hut ab, da sind wir echt gute Piraten gewesen. Oh ja. Überfallen und nicht einmal die Felsen gerammt, obwohl wir ganz nah dran waren. Die haben nicht mal auf uns schießen können. Das auch noch. Ja, mir geht's auch gut. Danke der Nachfrage. Danke der Nachfrage. Hilfe. Wundervolle Musik jetzt. Okay. Lass uns unser Loot abholen. So, wenn es jetzt nachher nicht mehr klappt mit dem Pirat sein, wissen wir, es liegt am Pete. Ja, also wir können das, haben wir doch gerade gemerkt. Wir können rauben und plündern. Ja, Pete halt vielleicht nicht. Gut, als Österreicher hat er halt nicht so die Erfahrung. Ich meine, bei dir, bei mir, da ist ja alles in der Nähe. Ja, eben. Also ich meine, den großen saarländischen Ozean kennt ja jeder. Ja, eben. Und mitten in Hessen haben wir doch Anschluss ans Meer. Ist doch logisch. Da, links von uns. Vor uns. Ja, du bist richtig, ja. Man kann den Anker reinhauen gleich. Oder so. Ich mach ihn mal rein. Wir haben ein bisschen Delay. Oh, geil. Geil. Auf Anhieb. Perfekt. Hast du ihn? Ja. Was ist das? Ach, das ist ein Schädel falsch rum. Geil. Oh, cool. Können wir als Trinkbecher benutzen. Oh, lecker. Ja. Ich leg die mal hier ab. Ich vermisse die Zeiten, in denen wir die Schädel unserer Feinde als Trinkgefäß benutzt haben. Haben wir das gemacht? Du hast es gerade einen Schädel dran. Ja, ich hab's gesehen. Da kommt noch Shatrix. Ich hab ihn. Ja, ah, sehr gut. Moment, da. Hab. Alles gut. Müsste doch. Warte mal, ich hol den mal hier unten. Jo. Oh! Wow! Es kommt noch einer dazu. Es kommt sogar noch zwei dazu, glaube ich. Ich habe eine Aschetruhe. Perfekt. Also brauchen wir wieder einen Ascheschlüssel. Müssen wir mal gucken. Genau, es kommen noch zwei dazu und dann sind wir als Vierer-Crew. Perfekt. Ich fange an zu weinen. Wir sind endlich eine Vierer-Crew. Nein, ich weine, weil es dann wieder so losgeht. Ach so. Ist sonst nichts mehr? Nee, ist nichts mehr. Perfekt. Stimmt nicht so ganz. Jede Menge Wasser, Fische. Ah, Flo, bitte. Das Meer besteht aus mehr als diese paar Kisten. Da ist viel mehr drin im Meer. Im Meer? Im Meer. Ja, gut. Im Meer ist mehr im Meer drin. Da ist einfach mehr drin. Mäh. Das ist furchtbar. Kennst du eigentlich die Meer von der Lady? Nee, nur das Meer. Ah, ich kenne die Meer von der Lady. Singst du die jetzt? Kann ich machen. Nein, bitte nicht. Meine Damen. Ah, Pete, kommst gerade richtig. Ich muss ein Ständchen singen. Pete, geh. Zu spät, er ist da. Du wirst es bereuen. Er ist da.
Ohne Moment, jetzt muss ich gerade einen Robert weiterleiten, wo wir sind. Hey, aber was? Also, bitte was? Durch den Stream hat doch ein paar Kollegen, habe jetzt meine 50 Follower. Yay, yeah, cool. Also ich habe alles erfüllt für Affiliate. Muss ich da jetzt warten oder wie? Musst du ausfüllen. Da gibt es nichts. Krieg. Wann krieg ich das? Du bekommst das sogar, glaube ich, nicht. Du musst das direkt auf dem in den Einstellungen, glaube ich, einstellen. Ja, also genau. Ausfüllen. Kontoeinstellungen? Ja. Da gibt es irgendwo, dass man das ausfüllen kann.